besser informiert, was die Tantas betrifft? Ja, ein bisschen schon. Wunderbar. Sehen wir uns dann eine im Original an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forspoken. Es tut mir sehr, sehr leid, dass er es so lange pausieren musste, weil ich habe es nicht mehr geöffnet bekommen. Es funktioniert erst wieder seit ein paar Tagen, dass ich es dass ich spielen kann überhaupt. Deswegen musste es jetzt leider in Zwangspause gehen. Aber jetzt ist es ja endlich soweit. So, und wir gehen jetzt weiter in die nächste Phase von Freys Abenteuer. Vergiss nicht, dass du alles erledigt hast, bevor du fortfährst. Selbstverständlich habe ich alles erledigt. Meine Maus ist hier ein bisschen im Weg. Aber deswegen werden wir auch wenigstens wieder die richtigen Symbole angezeigt. Ich musste vorhin noch die letzte halbe Stunde durchrushen, da wurde mir das nicht angezeigt. Frey! Klingt nicht wie ein Dämon. Du hast es erstaunlich weit gebracht. Wirklich beachtlich. Bist das diesmal echt du? Oder machst du schon wieder auf Puppenspielerin? Ich bin diejenige, die du suchst. Die einzig wahre Tanta Syla. So, von Angesicht zu Angesicht mit der Kinderkillerin. Es gibt keine Kriege ohne Opfer. Dann eben keine Opfer und kein Krieg mehr, so machen wir's. Kleingeistig. So naiv. Kriege sind unvermeidbar. Nein, es geht auch ohne Krieg. Aber dir und deinen Handlangern sind Opfer ja egal. Du hast ein Kind getötet. Ein kleines Mädchen. Ihr Blut klebt an deinen Händen. Nein. Du wagtest dich ungeladen in mein Land. Du hast den ersten Stein geworfen. Du brichst die Regeln und tust dann so, als wärest du das Opfer? Trage du Verantwortung für deine Taten, so wie ich für meine. Das werden wir sehen. Was geht? Du hast es also nicht anders gewollt. Von mir aus! Habe ich da auch was zu sagen? Ich habe es eigentlich anders gewollt. Piff, puff, 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 puff. Vielleicht bist du nicht nur durch Glück so weit gekommen. Mal sehen, was du noch zu bieten hast. Nix, ehrlich gesagt. Ich kann... Was dachtest du? Sie ist eine Tante. Ja, bin ich nicht. Da, es tut mir voll leid, dass ich deine Hoffnungen schlagen muss, aber... Ach so, lol. Ich hab die gerade gefesselt. Ich hatte nicht vor, mich mit ihr näher zu unterhalten, möchte ich kurz anmerken. Nee. Ja! Bum, 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 bum. Hui! Es regnet Felsen? Das ist unfair! Ich hätte einen Regenschirm mitnehmen sollen, ne? Jetzt kommt ihr wieder mit dem Scheißschwert. Oh, die befreit sich da aber schnell! Ton? Hallo? Spiel? Okay. Ton? Ihr habt wieder Ton, ne? Ja. Sorry für... Oh, das war dumm. Sorry für die Tonruckler gerade. Ich flüchte auch gerade mehr für die als wie vom Schicksal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist aber ungünstig. Ich brenne so ungern. Stößt du etwa schon an deine Grenzen? Darf ich? Du willst die in die Falle locken, oder? Das könnte gehen. Nee, eigentlich nicht. Wollen wir tanzen? Ich will eigentlich nur überleben. Wenn ich ganz ehrlich bin. Feigling. Schwächling. Fehlt dir der Mumm, dich zu stellen? Mir fehlt nicht der Mumm.
Mir fehlt das Können. Ein bisschen auch die... das mit dem Controller. Die Steuerung, die Steuerung. Ich schneide dich in Stücke. Lieber nicht. Oh, 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 oh. Eine echte Gegnerin. Ja, hättest du nicht gedacht, ne? Ja. Oh, jetzt bin ich zu weit weg. Scheiße. Ach, scheiße. Kann ich nicht. Was denkst du denn aber, wie gut ich bin? Nicht schlecht. Komm, stell dich. Ich weiß nicht, ich habe übrigens keine... Weichst du bitte aus? Fräulein? Du meine Autorität in Frage, Dämon? Nee, bleib mal weg, alle. Leute ermorden, ohne mit der Wimper zu ziehen. Wie gesagt, es gibt keine Kriege ohne Opfer. Ah, guck mal. Die erste Stufe habe ich. Sehr gut. Verdammter Dämon! Du wagst es, meine Rüstung zu besudeln? Das wirst du bereuen! Nicht, wenn das alles ist, was du kannst. Helden von Prenos! Nein, nicht dein Ernst! Ich dachte, Tantas wären so super mächtig. Narre, das war doch nur eine Übung. Es wird Zeit, dass du erfährst, wozu meine Soldaten wirklich fähig sind. Du hast nur die Rüstung der mächtigen Seile eine Delle. Wow! Die Delle wird gleich um einiges größer. Ging die... Umarme die Flammen! Macht die ihre eigenen damit kaputt? Ja, ne? Praktisch. Bleib ruhig. Du bist schon schlimmer im Kopf. Aua, 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 aua. Aua. Du hast sie angezündet. Ich hätte da ehrlich gesagt auch nicht mehr so Bock drauf, für dich zu kämpfen. Wenn du die eiskalt anzündest. Danke, Frey. Fick dich selber. So. Ich bin gerade eigentlich immer nur dabei, um sie rumzutanzen. Damit sie selber dann ihre Leute anzündet. Wir sind noch nicht fertig. Ja, das habe ich befürchtet. Aua! Aua! Nein, 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 nein! Sie darf nicht entkommen! Wie soll ich denn auch entkommen? Ich will ja auch gar nicht entkommen! Ich will dich fucking noch eins oben bringen! Aua! Ja, Seiler direkt! Ja, das ist schön, dass du das spannend findest, Ralf! Ich habe den Stress meines Lebens, aber für dich ist es anscheinend ein schöner Kinofilm. Meine Soldaten machen sich zu Hackfleisch. Hm, gerade nicht. Jetzt zündet die mich wieder an. Habe. Du bist keine Kriegerin. Bin ich auch nicht. Wie gesagt, bin ich ein Diebin. Schneidet dem Dämon den Weg auf. Nein, 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 nein. Du elender Wurm. Oh yeah. Kannst du auch was anderes sagen? Ach scheiße, das ging nicht. Nee, einfach nee. Batz, 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 batz. Hui. Nächste Stufe. Für diese Schmach sollst du für alle Ewigkeit brennen. Warum muss ich denn für deinen Schmach brennen? Ich glaube, der hat's zerrissen.
Oh, wow. Das gefällt mir gar nicht. Ihr Zorn verleiht ihr mehr Macht. Weißt du was? Scheißegal. Ich bin auch echt angefressen. Bringen wir es hinter uns. Oh, das ist ja geil. Oh, das Artwork von dem Spiel ist echt schön. Das ist jetzt nicht so schön. Die hat jetzt doch mal von vorne. Mann, wo bist denn die blöde Kackbalken jetzt wieder so? Ganz. Und das soll schon gewesen sein? Und? Hast du endlich genug? Nee. Scheiße, warum rennst du denn hier jetzt? Hallo? Kannst du mal stehen bleiben? Bleib mal kurz stehen, okay? Du glaubst, du kannst mich besiegen? Ja. Ich bin dabei. Gerne. Es ist schlecht, wenn sie da dahinter steht, ne? Ja, hier brennt's ein bisschen. Du, Fräulein? Kannst du stehen bleiben? Ist dein Rachedurst etwa schon gestillt? Fräulein? Ja. Nein, warum läufst du denn nicht? Glaube ich auch nicht, aber das habe ich auch nie behauptet. Habe ich keinen Bock drauf, Alte. Die hat aber auch keinen Schwachpunkt. Es ist einfach nur draufgemetzelt, ne? Du solltest wirklich an... Hoppala! Du solltest wirklich was an deinen Aggressionenproblemen arbeiten. Ein bisschen schon, doch. Dafür, dass ich scheiße bin in dem Spiel, schlage ich mich gar nicht so schlecht, ne? Boah, wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Oh, hier brennt's wieder. Brennen nichts gut. Das ist schlecht. Vor allem ist hier echt warm. Fuck. Alter! Seh nix. Ach ja, natürlich. Lauf! Feuer und Stahl! Ach, ich treffe sie schon wieder nicht. Scheiße! Nein! Das machen wir nicht nochmal jetzt. Und jetzt haust du deinen Geist aus! Ach, scheiße. Ist ein bisschen heiß wieder. Nein, bleib da oben! Ach, scheiße. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Alter, ich hab sie fast. Ich hab sie fast. Schieß! Ja! Boy. warum habe ich eigentlich keine Wasserattacken? Warum bin ich ein fucking Pflanzen-Pokémon? Das war für dich, Olivia. Alles wird gut.
Oh, ist das die richtige Tante, nur in einem Armband? Was passiert hier? Ich bin nicht sicher. Oder auch nicht, egal. Was, was? Oh. Das war Nadia. Ach, haben wir jetzt die Fähigkeiten von ihr? Das könnte natürlich sein. Neue Zauberkräfte wurden freigeschaltet. Du kannst uns Silas Magie einsetzen. Seiler, nicht Sila, Seiler. Ja, geiler Scheiß. Das heißt, ich kann jetzt auch Feuer machen. Das heißt, ich bin jetzt ein Feuer-Pokémon. Das ist sehr gut. Yeah. Einfach 2 Level aufgestiegen. Neue Magie ist verfügbar. Sehr gut. Guck mal nachher gleich mal. Wir haben ein paar neue Archiveinträge. Alles klar, wir können wieder lesen. Wir können... Ja, speichern. Bitte, danke. Ja, danke. Spielstand gespeichert. Danke. Weiter geht's. Let's go. Husch. Kapitel 6, wie man es auch macht. Was hast du? Du bist so still. Ich habe gerade jemanden getötet. Aus gutem Grund. Die Menschen in Sipol werden es dir danken. Ich dachte nur, es wäre... Weiß nicht. Ich wollte mich an ihr rächen. Dachte, mir wird's dann besser gehen. Tut es nicht. Nein. Jemandem das Leben zu nehmen, ist schwer. Na, ich töte auch Bruchzombies, aber... Nur weil es nicht anders geht. Das hier habe ich vorsätzlich getan. Ich habe aus Wut gehandelt. Aber aus Selbsterhaltung. Sie hätte dich niemals in Frieden gelassen. Mehr Menschen wären gestorben. Mehr Olivias. Kann sein. Ein Leben für viele, was? Genau. Aber ich mochte Seiler eh nicht. Seiler war doof. Ein Heldenempfang. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Ist jetzt... Ich kann mich noch nicht bewegen. Hey, Ralf. Ah, ja, okay. Sprechstunde. Du hast dich nicht schlecht geschlagen. Sie war keine gewöhnliche Gegnerin. War das ein Kompliment? Dramatisiere es nicht. Wie fühlst du dich? Seelisch so lala. Körperlich topfit. Komisch. Mir geht's verdammt gut für jemanden, dem gerade der Arsch versohlt wurde. Ja, weil nicht uns der Arsch versohlt wurde, sondern weil wir ihren Arsch versohlt haben. Du hast Silas Energie absorbiert. Sie hat dich gestärkt, deine Wunden geheilt. Ach nee, weiß ich auch. Oh, und vergiss nicht dein Level ab. Der Bann, mit dem die Tantas mich belegten, scheint auch etwas schwächer geworden zu sein. Vielen Dank. Tja, was auch passiert ist. Es wird uns beiden dabei helfen, diesen Horrortrip zu überleben. Rosige Aussichten. Zeit, den Bewohnern Sipols zu sagen, dass Syla keine Bedrohung mehr für sie darstellt. Jetzt, wo Syla tot ist, muss Bob mir zeigen, wie ich die Torana benutzen kann. Dann mache ich einen Abgang. Glaubst du wirklich, in seinem Zustand könnte er helfen? Ich muss es einfach glauben. Optimistisch bleiben. Endlich dreimal die Hacken zusammenschlagen. Feiert man in deiner Kultur damit einen Sieg? Ihr habt wirklich merkwürdige Bräuche. Ich glaube, ich kann Ethias Schrift langsam entziffern. Wie beeindruckend. Kluges Köpfchen, hm? Ich war echt gut in Französisch, als ich noch zur Schule ging. Noch eine Sprache aus deiner Welt? Oui, Monsieur. Das heißt ja, oder? Oui. Silas Magie. Frey hat Tantas
Syla, Entschuldigung. Tante Sylas magische Kräfte absorbiert und kann nun ihre Zauber und Fähigkeiten einsetzen. Du hast daher nun im Hauptmenü unter Magie Zugriff auf einen neuen Fertigkeitenbaum. Geiler Scheiß! Springe ich jetzt einfach runter? Ich bin tot und das Spiel ist vorbei. Wie das Zauber Warp. Mit diesem Zauber kannst du einen Punkt an einer weit entfernten Wand oder Oberfläche anvisieren und mit Karacho darauf zuflitzen. Kombiniere diese Fähigkeit mit Freys Sprüngen und Parkour-Tricks, um in Athia leichter voranzukommen. Drücke Viereck, um die Fähigkeit einzusetzen. Warum probierst du nicht deine neuen Kräfte aus? Ja, wieso nicht? Das ist eine coole Sache. Warum darf ich nicht gehen? Ach so, jetzt hört. Warpen für Fortgeschrittene. Wenn du beim Einsatz des Zaubers Warp bestimmte Objekte oder Teile der Landschaft als Ziel auswählst, kannst du spezielle Aktionen auslösen. Experimentiere damit an verschiedenen Orten. Man weiß nie, was du dabei entdecken könntest. Ich habe die Stangen sowas schon öfter gesehen, ne? Hui! Oh! Der wäre hier gewesen. Oh, okay. Halte Ausschau nach Möglichkeiten, deine neuen Fertigkeiten anzuwenden. Ja, aber da lässt er mich hin. Ah. Dafür bin ich noch zu weit weg. Also weit entfernt ist irgendwie nicht so wörtlich zu nehmen. Moment. Ich muss kurz runterfallen. Jetzt falle ich komplett. Ja, okay, alles klar. Aber nein. Ach, fuck you. Ich lauf zurück. Ist doch Quatsch. Es ist so eine unnütze Zauberkraft. Weil es geht laufen viel schneller. Kilometer. Ja. Es ist schön, dass Frey und ich uns sehr einig sind mit unserer Zauberkräfte wechseln. Den will ich gerade nicht. Ah, okay. Oh. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid. Warte, ich gehe mal mit Silas Magie. Warum springe ich auch jedes Mal ungefähr 300.000 Kilometer in die Tiefe? Und wo zum Fick muss ich eigentlich hin? Schurken in der Nähe, stimmt's? Ich muss. Da lang muss ich. Ich habe euch ja schon gesagt, dass wir dieses Spiel durchrennen werden. Weil ich actually die Hauptstory wissen will. Also ich will die Geschichte einfach wissen. Weil für mehr als Geschichte ist das Spiel leider nicht gut genug. Aber wir kriegen das hin. Oh nein, vor der Tür stehen bestimmt die Ärsche, weil... Nee, die habe ich schon gemacht, ne? Die dürften da eigentlich nicht mehr stehen. Bin ich froh, dass wir da raus sind. Ja, die Luft dort drinnen machte keinen sehr angenehmen Eindruck. Ich glaube, allgemein macht die Luft hier nicht so den guten Eindruck. Nachdem die Luft dich hier tötet. Also. Das ist nur so meine Einschätzung dieser ganzen Situation. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich habe wiederum keine Ahnung, ob ich richtig bin. Aber ich sehe es, wenn das Licht angeht.
Da lang? Irgendwie muss ich doch dahinter. Aber ich nehme mal an, dass ich da lang muss. Das ist so jetzt der einzige Weg, wo wir jetzt lang laufen können. Oh, guten Tag. Mach den Spaziergang. Kann ich verstehen. Es ist einigermaßen schönes Wetter draußen. Kann man schon mal spazieren gehen. Der Wind ist heute auch nicht so stark. Wie gesagt, die Luft hier draußen ist ein bisschen schöner als da drin. Da ist was in der Nähe. Ja, dein Zuhause, wollte ich gerade sagen. Ein Ruheort ist da. So. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Ja. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Warum musst du denn chillen? Da kann ich nicht. Da kann ich nicht speichern, ne? Ich konnte einfach so Spiel speichern, ne? Wir machen das mal nochmal. Ich bin jetzt ein bisschen paranoid, dass mein Fortschritt einfach verloren geht. So. Okay, wir gehen. Zeit für Taten. Weiter. Der Typ, der selber nicht mal die Tür auf. Wozu auch? Ich hab ja dich. Gut, dass ich dich lieb hab, Ralf. Echt jetzt. Das war mal echt ein bisschen anstrengend. Aber es ist wenigstens schön, dass ich mich mit dir unterhalten kann. Ich glaube, wären wir alleine hier, wäre es ein bisschen arg fad. So. Ach, guck mal, die Mauer kenne ich doch. Ich warte eigentlich nur die ganze Zeit drauf, dass der Hübsche wiederkommt und mich angreift. Aber ich glaube, der hält sich gerade noch zurück. Bord Prenost. Ich kann nicht mehr laufen. Wah, wah, wah. War Schnellreisen? Nee, Schnellreisen war hier nicht möglich, ne? Das frage ich jetzt nach, nachdem ich eh schon 2 Kilometer gerannt bin. Ha. Aber ich frage mich auch, wie wir hier wieder rauskommen, weil wir sind ja hier nur durch... Wir sind ja in so einen See gesprungen, damit wir hier reinkommen. Ein nützlicher. Guten Tag. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Aus dem Weg! Ich habe mich verlaufen. Was ein bisschen schlecht ist. Kann ich da hoch? Kann ich da rüber? Ja, ich muss fast darüber, ne? Habe ich hier sowas eigentlich wie eine... Bin ich denn jetzt schon wieder? Hallo? Hallo? Wie komme ich hier raus? Ich hatte doch eine Karte, oder? Karte. Ach, ich muss dahin. Ah. Okay. Also da lang. Jo. Und jetzt? Die Zitadelle. Die will ich ja eigentlich gar nicht. Wie zum Teufel komme ich denn hier jetzt wieder hoch? Hochschauen. Ah! Ja, jetzt hat. Okay. Ich habe jetzt mit dem Tor gerechnet oder so. Okay. Ja, genau, da sind wir reingehüpft. So. Hier latschen wir recht schnell wieder zurück. Ich
Weil die Gegner hier können uns auch noch ein bisschen am Popo lecken. Oh, hallo. Nee, kein Schwein. Zack. Ich da, hallo, spring doch. Ja, nicht nur du. Aber Fräulein ist ja nicht gesprungen. Es gibt wirklich nicht sowas wie Schnellreise? Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ein bisschen doof ist.